Der Tiger, Ausführung H1, besser bekannt als Tiger 1, war einer der gefürchtetsten schweren Panzer des Zweiten Weltkriegs mit einer mächtigen 88mm Kanone und einem Gewicht von mehr als 50 Tonnen. Er war ein wahres Stahlmonster. Die Deutschen erkannten schon früh im Krieg, dass sie einen schweren Panzer in ihrem Arsenal brauchten, als sie 1941 mit der Operation Barbarossa den Überfall auf die Sowjetunion begannen. Bei dieser Operation trafen die deutschen Panzer auf den schweren und zähen sowjetischen KV-1, der den Vormarsch der deutschen Linien problemlos blockierte. Im Jahr 1942 wurde der Tiger 1 als Antwort auf den imposanten Gegner entwickelt. Obwohl der Tiger 1 ein furchteinflößendes Fahrzeug war, hatte er einige mechanische Probleme. Sein übermäßiges Gewicht verbrauchte viel Treibstoff und er erforderte einen hohen Wartungsaufwand. Und in schlammigem Gelände blieb er häufig stecken.